Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank an Charlotte Hahn. Meine Frau und ich haben gerade gerätselt, wie kommt man eigentlich als junger Mensch auf die Idee, Marimba spielen zu lernen? Also so ein gigantisches Instrument im Keller, das ist schon was ganz Spezielles. Deshalb danke, dass Sie uns das heute hier geboten haben als Siegerin bei Jugend musiziert. Unsere Kinder haben das nicht gehört. Meine Damen und Herren, ich möchte zunächst auch noch einmal Kardinal Wölki danken für seine Worte, die uns im letzten Jahr intensiv in Texten, in Gedanken, in Diskussionen beschäftigt haben, als wir uns unser erstes Grundsatzprogramm der CDU in Nordrhein-Westfalen gegeben haben. Da musste man genau über all diese Fragen nachdenken. Was heißt das eigentlich für eine Partei, die das C im Namen trägt, von denen einer ihrer Vorgänger mal gesagt hat, das darf man nicht mehr im Namen tragen, die sollte das C streichen, christliche Politik gibt es nicht. Es war wohltuend für uns zu wissen, es gibt auch Ermutigung, es im Namen zu tragen, aber das ist dann Herausforderung. Das sind dann auch mal kritische Worte der Kirche. Das sind dann auch Worte, wo vielleicht nicht jeder sagt, ja toll, der Kardinal ist kein Parteitagsredner. Der ist für uns immer Anstoß, immer Stachel in dem, was wir tun und was wir reflektieren müssen. Und insofern danke ich Ihnen da. Ganz herzlich, und das Konzil hat in Gaudium et Spes und anderen Dokumenten auch gesagt, es kann zu politischen Fragen auch unter Christen unterschiedliche Meinungen geben. Es kann übrigens auch zu unterschiedlichen parteipolitischen Entscheidungen führen. Christen sind nicht nur in der CDU, Christen sind in allen Parteien, und in der CDU ist auch jemand, der vielleicht nicht so aktiv ist, aber zum Menschenbild ja sagt. Und deshalb war dieses Formulieren des Menschenbildes für uns im letzten Jahr so wichtig. Das muss sich widerspiegeln in jedem Politikfeld, in der Bildungspolitik das Individuum sehen, ihm Aufstiegschancen geben, seine speziellen Begabungen fördern, nicht in Einheitskategorien denken, Familie stark zu sehen als mit dem Erziehungsauftrag vor dem Staat ausgestattet. Das leitet sich aus christlichem Menschenbild ab. In der sozialen Marktwirtschaft, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ja, ein Ringen zwischen CDA, Arbeitnehmerschaft und Mittelstandsvereinigung über Einzelpositionen. Aber beide teilt das christliche Menschenbild. Der Mensch als Freiheitsmensch, als Individuum, aber auch als Gemeinschaftswesen. Das ist soziale Marktwirtschaft. Entstanden aus dem christlichen Menschenbild, aus einem Bild vom Menschen, das ihn nicht als Kollektiv sieht, und nicht nur als Individuum ohne Sozialverantwortung. Auch das haben wir in diesem Jahr erarbeitet. Dann immer die Abwägung Arbeit und Umwelt. Ja, es gibt immer auch Konflikte. Wenn wir weiter Industrieland bleiben wollen, wenn wir Stahlindustrie, Chemieindustrie im Land Haltende gibt, dann kann das auch mal kollidieren mit Umweltgesetzen. Und dieses Abwägen, Bewahrung der Schöpfung und Arbeitsplätze erhalten, ist etwas, was wir aus dem christlichen Menschenbild ableiten. Außen- und Entwicklungspolitik, ja zum Frieden in der Welt beitragen, aber dann das Ringen, notfalls auch militärisch. Da geht der Pazifist da nicht mehr mit, aber als Christ zu sagen, wie kann ich verantwortlich zu Gerechtigkeit in der Welt beitragen, ist eine wichtige Frage, die tagtäglich dann immer in konkrete Politik übersetzt werden muss. Und dann natürlich der Schutz der Schutzbedürftigen. Das ist das, was uns in diesen Tagen so intensiv bewegt. Ja, Schutz, aber gleichzeitig kein Relativieren unserer Werte. Wenn wir Schutz gewähren, kann niemand hierher kommen und glauben, dass er unsere gewachsenen Werte in Frage stellen kann. Auch das ist christliches Menschenbild.
Und deshalb ist das für uns so wichtig, den Draht zur katholischen Kirche, zur evangelischen Kirche immer wieder zu halten und uns nicht als Kirchenpartei zu fühlen. Wir sind nicht das alte Zentrum. Bei uns ist nicht Fraktionsvorsitzender ein Prälat. So war das 1933. Der Prälat Kaas war der letzte Fraktionsvorsitzende der Zentrumsfraktion. Nein, wir sind eine Partei, die dem Menschenbild folgt, die den Werten der Kirche folgt, die will, dass die Kirche im öffentlichen Raum stattfindet, auch im Religionsunterricht, auch in der Militärseelsorge, auch in der Krankenhausseelsorge. Und das Land wäre ärmer, wenn es keine kirchlichen Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser gibt. Deshalb ist uns das wichtig. Aber diese Zeit rund um den Jahreswechsel ist ja auch eine Zeit, in der sich jeder persönlich erinnert. Es ist eigentlich ein Monatsübergang wie jeder andere auch, der Jahreswechsel. Aber man ist viel mit den Familien zusammen, man hat viel freie Tage, man spricht viel miteinander und man denkt nach. Wir werden überschwemmt von Jahresrückblicken, aber wir machen sie an so einem Jahreswechsel auch persönlich. Was ist gut gelaufen in diesem Jahr? Was ist schlecht gelaufen? Welchen lieben Menschen hat man verloren? Welchen Abschluss haben Familienangehörige, Kinder gemacht? Wer ist in den Ruhestand gegangen? Wer hat eine neue Funktion übernommen? Alles das denkt man am Ende eines Jahres. Und man hat Erwartungen für das neue Jahr. Und wenn wir uns zurückerinnern, als wir hier in diesem Saal vor einem Jahr saßen, da war gerade Charlie Hebdo passiert. Wir haben am Ende die Marseillaise gemeinsam hier gespielt. Und wir haben erinnert an die vielen in Nordrhein-Westfalen, die dachten, was für ein Schrecken. Dieses Paris ist für viele, gerade hier örtlich, näher als Berlin. Und man hätte nicht gedacht, dass es im Laufe des Jahres noch mal schlimmer kommen würde. Das ist nicht nur dieser schreckliche Anschlag auf die Zeitung, sondern mitten in Straßenlokalen, mitten im Stade de France, mitten im Bataclan-Theater. Terroristen, Menschen willkürlich töten. Und jeder hat auch gespürt, da hättest du auch sein können. Natürlich kann man mal ein Wochenende nach Paris fahren. Natürlich hätte man auch persönlich in der deutschen Touristengruppe in Istanbul sein können. Der Terror, die Bedrohung des Lebens kommt näher. Und das haben wir im Jahr 2015, wie vielleicht nie davor in den Jahren, so unmittelbar gespürt. Und wir in Nordrhein-Westfalen haben es jetzt nicht als terroristische Bedrohung, aber als Bedrohung unserer eigenen Existenz des Lebens gespürt, als in Haltern am See eine Schulklasse einen Ausflug nach Barcelona machte und ein Pilot das Flugzeug in die Pyrenäen gestürzt hat und 16 Kinder dieser Schule und viele andere Menschen in Nordrhein-Westfalen von einem Tag auf den anderen ihr Leben verloren haben. Ich erinnere mich, Herr Kardinal, an den beeindruckenden Gottesdienst im Kölner Dom. Da haben die Kinder der Schule dieses Kreuz verteilt, das von einer Werkstatt für behinderte Menschen in Peskow in Russland hergestellt wurde. Die evangelische Kirche im Rheinland hatte da ein Projekt und ich habe das auf dem Schreibtisch im Büro liegen, aber ich weiß, dass das vielleicht auch in den Häusern, in den Familien vieler der Eltern liegt, die da ein Kind verloren haben, aus dem heiteren Himmel heraus. Und insofern ist auch das etwas, was uns in diesem Jahr 2015 bewegt hat. Und für mich war das dann auch wieder beeindruckend, dass wenn so etwas passiert, wenn das Leben und die Existenz bedroht ist, man nicht in Paläste, in Staatskanzleien, in Museen oder sonst wo sich in Nordrhein-Westfalen trifft, nicht in den hippen Bauten in Nordrhein-Westfalen, sondern im Kölner Dom. Und viele, die da mitkamen, waren gar keine Christen mehr. An dieser Schule gibt es auch muslimische Kinder, Kinder ohne Glauben, ohne Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Aber der Ort dieses Domes war in dem Moment für sie der einzige Ort, wo sie ihre Trauer, ihre Verzweiflung, ihren Zorn vielleicht auch loswerden konnten. Und auch das sollten wir uns
in Erinnerung rufen, wenn wir so viel darüber reden, dass man die Kirche nicht mehr braucht und wir nur noch säkular sind und nur noch die Selbstverwirklichung im Mittelpunkt steht. Nein, wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um die Eckpunkte und die Werte geht, die am Ende tragen, dann brauchen wir die Kirchen, dann brauchen wir Orte, wo mehr gesprochen wird als fachliches, sachliches, politisches Sprechen. Und das ist das, was wir an diesem Tag im Kölner Dom erleben konnten. Was hat uns noch bewegt? Dieses Jahr geht davon, wir diskutieren engagiert jeden Tag wild politische Themen und man merkt plötzlich, wenige Monate später sind sie noch Randnotizen in den Zeitungen. Wir haben die Ukraine-Krise erlebt in diesem Jahr. Die Annexion der Krim, das Verschieben von Grenzen, die Vorstellung, da will jetzt jemand quasi über Mariupol Stück für Stück einen Landweg erobern und Grenzen verschieben. Krieg drohte mitten in Europa. In dem Moment war es gut, dass Deutschland und Frankreich zusammenstand. Dass Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande mit Herrn Poroschenko und Herrn Putin eine ganze Nacht durchverhandelt haben, ohne eine Minute zu schlafen und das mehrfach. Reden, reden, reden ist immer richtiger, als militärisch zu eskalieren und Krieg zu führen. Und dieser Konflikt scheint beruhigt, gelöst ist er nicht, aber darüber sprechen wir schon nicht mehr, weil wir uns dem nächsten Thema zuwenden. Kann sich irgendeiner nur eine Zehntelsekunde vorstellen, was es bedeuten würde, wenn wir auch noch einen tobenden Krieg zwischen der Ukraine und Russland, vielleicht mit Hunderttausenden Flüchtlingen aus dem Osten, jetzt in dieser instabilen Lage hätte. Und deshalb sind solche Friedensanstrengungen, wenn sie dann nicht mehr die Schlagzeilen bestimmen, trotzdem wichtig gewesen in diesem Jahr. Und ein viertes. Und ein viertes, die große Euro-Krise, die wir in der ersten Jahreshälfte hatten, die eine Folge der Weltfinanzkrise war. Nicht aus dem Euro heraus entstanden als Krise, sondern weil sich Staaten übermäßig verschuldet haben, weil die Weltfinanzsysteme 2008, 2009 vor dem Zusammenbruch standen. Und in dieser Krise wieder die Haltung, Europa zusammenzuhalten, Deutschland und Frankreich zusammenzuhalten. In diesem Moment. Da kann man über einzelne technische Dinge sprechen, aber auch da meine Einschätzung, wenn da Europa zerbrochen wäre und Deutschland und Frankreich unterschiedliche Wege gegangen wären, würden wir das, was jetzt ansteht, in der Terrorismusbekämpfung, in der Flüchtlingskrise und in vielen anderen, gar nicht bewältigen können, weil wir das nur zusammen schaffen. Und deshalb Reformen abverlangen. Steffen Kampeter, damals Staatssekretär bei Wolfgang Schäuble, hat uns das oft vorgetragen im Landesvorstand. Reformen abverlangen, aber trotzdem solidarisch sein und den Kontinent zusammenhalten. Das war die große Leistung, die bis heute wiederum weg ist. Die Krise ist immer noch da, ist ja nicht gelöst, aber sie ist verschwunden aus den Schlagzeilen. Und wir müssen einfach wahrnehmen, an welchen Punkten müssen wir unsere Grundüberzeugung aus dem christlichen Menschenbild, aus unserer europäischen Orientierung in die Tagespolitik übersetzen. Und dann die Flüchtlingskrise. Zu Beginn des Jahres erst einmal hohe Zahlen von Flüchtlingen aus dem früheren Jugoslawien. 40% bis zur Jahresmitte aus Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Albanien. Beitrittskandidatenländer zur Europäischen Union, die damit einen Teil der Kopenhagener Kriterien erfüllen, sonst wird man nämlich gar nicht erst Beitrittskandidat. Menschen, die nicht politisch verfolgt sind. Und Herr Kardinal, mich hat das damals beeindruckt, Sie haben heute hier klare Worte gesprochen für die Asylbewerber, für die Flüchtlinge, die aus Not fliehen, aber Sie sind auch ins Kosovo gereist und haben da genau diese Differenzierung vorgenommen. Asyl und Einwanderung ist nicht das Gleiche. Wer einwandern will, aus Not, aus materieller Not, der muss Qualifikationen mitbringen und für den brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, das sich aber nach dem Bedarf des deutschen Arbeitsmarktes richtet. Und für die Bedrohten
brauchen wir Asyl. Das geht manchmal alles kreuz und quer durcheinander. Und deshalb war zu sagen, ja, wer in der Demokratie lebt, kann sich nicht auf Asyl berufen, sondern muss andere Zugangswege haben, genau die Differenzierung, die man brauchte. Und die Erklärung von sicheren Herkunftsländern hat dazu geführt, dass heute nur noch 2-3% der Menschen aus den Demokratien des Balkans kommen. Wenn sie kommen, kommen sie mit Qualifikationen, aber nicht übers Asyl. Diese Differenzierung müssen wir aufrechthalten. Aber das ganze Land war damals, und nicht nur die Bundeskanzlerin, wie das heute manchmal beschrieben wird, das ganze Land hatte die Einstellung, wir wollen helfen. Klaus Engel, der hier vor 4 Jahren gesprochen hat, damals Vorsitzender vom Initiativkreis Ruhr, Führer eines großen DAX-Unternehmens, hat sogar gesagt, das ist der German Dream, was wir gerade erleben. Die Medien haben gesagt, wir machen eine Willkommenskultur. Die Bild-Zeitung hat die Kampagne Refugees Welcome gestartet. Jeder Bundesligaspieler musste mit dem Wappen Refugees Welcome am Samstag um 15.30 Uhr auflaufen. Die Wirtschaft hat das gesagt. Also kommt mir keiner mit der Idee, da war irgendeine Angela Merkel und die hat mal die Millionen der Welt eingeladen. Das war die gesamte Gesellschaft. Ich habe das damals schon unangemessen gefunden, von einem Sommermärchen zu reden. Also da geht es um Flucht und Vertreibung und nicht um irgendeine Fußball-Weltmeisterschaft. Aber wir waren alle in diesem Rausch. Und die Bundeskanzlerin auf dem Höhepunkt dieses Rausches hatte es gewagt, dem kleinen palästinensischen Mädchen Rehm in einer Fernsehdiskussion zu erklären, es wird aber nicht jeder hier bleiben können. Wie haben die Medien reagiert? Was ist das für eine eiskalte Frau? Wie kann man nur einem Menschen erklären, dass nicht jeder hier bleiben kann? Wie kann die nur erklären, dass wir nicht die Probleme der ganzen Welt bei uns lösen können? Der Stern hat getitelt, die Eisprinzessin. 4 Wochen später war auf dem Spiegel das Titelbild Mutter Teresa. Schaffen wir das eigentlich noch zu differenzieren, wie wir über politische Prozesse diskutieren? Kann man nicht gleichzeitig sagen, ich helfe Schutzbedürftigen? Dieses christliche Menschenbild leitet mich in meiner Politik. Aber das heißt nicht, dass jeder auf Dauer hierbleiben kann. Das sind doch 2 Sätze, die man auch gleichzeitig aussprechen kann. Und dann kam... Und dann kam die Entscheidung dieses 4. September, 5. September. Wir wissen heute, dass die Bundeskanzlerin der Anruf erreichte, als sie von unserer 70-Jahr-Feier in Köln, die wir eben noch mal gesehen haben, ins Auto stieg. Da kam der Anruf des österreichischen Bundeskanzlers, jetzt muss die Entscheidung bald fallen. Was machen wir mit den Menschen, die über die Autobahn laufen und nach Deutschland wollen? Auf dieser gleichen Autobahn hatte man 1-2 Tage vorher 80 tote Flüchtlinge in einem Kühlwagen gefunden. Und dann zu entscheiden, wir bringen sie geordnet nach Deutschland, sie müssen nicht über die Autobahn laufen, war die einzige Entscheidung, die man an einer Person festmachen kann. Meine These ist, jeder deutsche Bundeskanzler, auch Horst Seehofer als Bundeskanzler, hätte in dieser Sekunde so entschieden. Jeder deutsche Bundeskanzler. Und die Bilder haben dann die Menschen wiederum erzeugt, die um die Welt gingen. Am Münchner Hauptbahnhof, die Münchner, die da hingegangen sind. Ich habe auf Twitter einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo eine BBC-Reporterin darüber berichtete. Und die zeigte dann die Bilder und sagte, they are applauding. Das war für die unfassbar, dass ganz normale Menschen andere freundlich willkommen heißen an diesem Flughafen. Das waren die Bilder, die um die Welt gingen. Und deshalb müssen wir jetzt in dieser Phase, in der wir heute sind, überlegen, wie kann man weiter Schutzbedürftigen helfen,
Aber wie kann man der Tatsache, dass wir nicht jedes Jahr 1 Million Menschen aufnehmen können, dass die Kommunen an einer Grenze sind, wo sie trotz aller Anstrengungen viele Probleme haben, wie kann man das miteinander in Einklang bringen? Und da erscheint mir das immer noch logischer, nicht zu glauben, dass man solche globalen Weltkrisen am Grenzübergang Salzburg, Berchtesgaden oder Passau lösen kann, sondern dass man den großen Bogen nimmt und sagt, fangen wir erst mal da an, wo man hergeht, wo man weggeht, die Bedingungen so zu machen, dass man nicht mehr weggeht. Und da haben wir natürlich auch Fehler gemacht. Der Westen, Europa und Deutschland. Wenn man für das Flüchtlingsprogramm der Vereinten Nationen die Nahrungsmittel von 28 Dollar im Monat, 1 Dollar pro Tag zur Ernährung, auf 13 Dollar kürzt und keine Bildung mehr möglich macht im Flüchtlingslager, wie das in der Türkei der Fall war, ja, dann sagen die Menschen, ja, wenn wir auch noch hungern müssen, dann machen wir uns auf den Weg. Also muss man doch die Bedingungen so machen, dass man nahe der syrischen Grenze für den Moment, wo der Krieg zu Ende ist, Bedingungen schafft, dass man da bleibt, dass man sie ernährt, dass man gute Bildung macht. Ich war in diesem vor wenigen Wochen in Zaatari, größtes Flüchtlingslager in Jordanien, 80.000 Menschen in einem Flüchtlingslager, und die, die da sind, sind der Mittelstand der syrischen Gesellschaft, meistens sogar vermögend, die sich Bedingungen geschaffen haben, wo sie da jetzt bleiben können und die darauf warten, wenn der Krieg zu Ende ist, gehen wir zurück nach Syrien. Diese Bedingungen aber auszustatten, ist das Erste. Das macht Europa jetzt, Herbert Reul-Elmar-Brok, mit 3 Milliarden Euro. Wolfgang Schäuble hat das zusammengekriegt. Das ist die stille Arbeit auch deutscher Finanzminister, dass man da Jens Mehrheiten schafft, solches Geld dann auch bereitzustellen in ganz kurzer Zeit. Das funktioniert jetzt. Dazu muss jetzt kommen, dazu braucht man leider auch die Türkei, ist nicht unser größter Freund, Herr Erdogan, aber er ist jetzt Staatspräsident, es gehört auch zur Realpolitik, mit Menschen zu reden, die halt da sind, gilt für Russland, gilt auch für die Türkei, zu verabreden, du musst das Schleppertum bekämpfen. Jeder weiß, in Ankara sind die Schlepperbüros offen zugänglich. Da gehen Bedienstete heraus mit Geldbündeln. 2 Milliarden werden da umgesetzt, ein riesiges Wirtschaftsgeschäft, dieses Schleppertum. Wenn man will, kann man diese Büros schließen. Wenn man will, kann man das Schleppertum an der türkisch-griechischen Grenze beenden. Und das ist das, was wir jetzt von der Türkei erwarten. Darüber wird verhandelt, das erwarten wir. Und dann brauchen wir den Schutz der Außengrenze. Wenn die Bedingungen für die Menschen so sind, dass sie da menschenwürdig leben können, brauchen sie nicht den riskanten Weg aufs Mittelmeer zu gehen. Dann muss man die Außengrenze schützen. Und was haben wir gemacht? Wir haben nach Schengen in der Europäischen Union den Zoll abgeschafft. Haben wir alle toll gefunden. Keine Grenzkontrollen mehr. Wir wussten nicht, was tun wir mit den vielen Beschäftigten. Und der Zoll ist heute dafür zuständig, den Mindestlohn zu kontrollieren. Also marschieren hochbewaffnete Leute in Bäckereien und kontrollieren die Liste. Ja, lassen sich mal vom Bäcker erschildern, wenn da eine Mindestlohnkontrolle stattfindet, wie das aussieht. Und den Außenschutz der Europäischen Union haben wir den Griechen überlassen, mit ihrer schwierigen Staatsverwaltung, die das nun auch noch für ganz Europa regeln sollen. Die Logik wäre gewesen, wenn man den Zoll im Inneren abschafft, muss man einen europäischen Zoll gründen, wo jedes Mitgliedsland Kräfte schickt, damit die Außengrenze geschützt wird. Das ist eigentlich logisch. Damit beginnt man jetzt. Aber es ist richtig und ist ein weiterer Baustein in dieser Kette. Und dann muss Europa helfen, den Griechen, von denen wir ja deren finanzielle Situation kennen, dass sie auf Lesbos und in Griechenland Bedingungen schafft, dass Flüchtlinge auch da bleiben könnten. Und entlang der Balkanroute Bedingungen schaffen, dass man auch da bleiben könnte. Das ist das, an dem Europa jetzt arbeitet. Und der letzte Punkt ist, unsere inneren Gesetze dann so zu machen, dass der nicht schutzbedürftig ist, auch schnell zurückkehrt. Wir haben in einigen Bundesländern, leider nicht in Nordrhein-Westfalen, heute Aufnahmestellen, wo innerhalb von einer Woche, 2 Wochen entschieden werden kann, schutzbedürftig ist oder nicht. Wer nicht schutzbedürftig ist, wird gar nicht erst in die Kommune überwiesen, sondern wird in seine Heimat zurückgeführt. Und der schutzbedürftig ist, erfährt vom ersten Tag an Förderung der deutschen Sprache, Deutschkurse und vieles mehr. Das ist ein Konzept. Applaus
Das ist ein Konzept, das einen großen Rahmen hat, das allerdings Zeit braucht. Und diese Zeit sollten wir uns angesichts dieser humanitären Frage nehmen. Und diese Zeit hat sich auch nicht verändert durch die Silvesternacht auf der Kölner Domplatte. Denn dieser große Bogen, wie schaffen wir denn diese Lösung, hat ja nichts zu tun, zu dem Punkt komme ich gleich noch, dass einige, auch viele seit Jahren hier im Lande Lebende, missbräuchlich unseren Rechtsstaat missbrauchen und das machen, was da in Köln stattfindet. Und ich frage mich manchmal, jetzt sagen wir alle, das Klima kippt. Das Klima kippt um. Ja, wir sind Politiker, dann müssen wir gucken, dass es sich wieder aufrichtet. Dann müssen wir es ja nicht umkippen. So, deshalb frage ich mich, ist eigentlich denen, die das zu verantworten haben, dass die innere Sicherheit hier in Köln so versagt hat und dass man danach auch noch hat vertuschen wollen, dass man schön geredet hat, dass eine Ministerpräsidentin 10 Tage überhaupt nicht sichtbar war, ist denen eigentlich bewusst, was sie für das Klima in ganz Deutschland angerichtet haben mit dem Kölner Hauptbahnhof? Denn ohne das hätten wir nicht diese neue Diskussion. Der Bundesparteitag für uns in Karlsruhe hat klar entschieden. Die Basis denkt so, wie wir da beschlossen haben. Und da wäre es manchmal auch hilfreich, wenn ich 4 Wochen nach dem Bundesparteitag einzelne Bundestagsabgeordnete glauben, wieder Briefe schreiben zu müssen. Es löst doch kein Problem. Es löst doch kein Problem, jedes Mal wieder neu anzufangen. Die Sache ist entschieden und die hat sich durch Silvester nicht verändert. Die Flüchtlingszahlen müssen runter. Das ist klar. Dazu brauchen wir ein europäisches Konzept, wie ich es eben vorgetragen habe. Und wenn ich jetzt höre, dass der größte Teil Algerier und Marokkaner sind, der derzeit kommt, ist das eigentlich nicht erfasst gewesen von der Hilfe für Bürgerkriegsflüchtlinge. Da müssen wir genauer hinschauen, wie wir das beim Kosovo schon geschafft haben. Wie kriegen wir das denn differenziert hin, dass die Zahl nicht hochgeht durch Menschen, die gar nicht unter diesem Schutz fallen. So, das muss man aber sachlich, ruhig, mit Kurshalten machen und nicht jeden Tag mit neuen Vorschlägen. Das ist mein Plädoyer. Und deshalb ist eine Schlussfolgerung daraus, die jetzt in dem vor uns liegenden Jahr extrem wichtig wird. Die Briten entscheiden in diesem Jahr, ob sie in der Europäischen Union bleiben wollen. Wir merken populistische Systeme überall. In Polen und Ungarn rechtspopulistisch, in Spanien linkspopulistische Mehrheiten, plötzlich in Griechenland schon lange. Die Mitte in Europa droht verloren zu gehen. Die Mitte, die für die Werte dieses Europas stand, droht immer schwächer zu werden. Und deshalb ist meine Einschätzung an diesem Jahresbeginn, auch aus der Tradition unseres Landesverbandes, wir brauchen mehr Europa. Wir werden die Flüchtlingsfrage nicht national lösen können. Haben die Deutschen auch mal geglaubt. Auch ein deutscher Innenminister, noch vor ein paar Jahren. Da soll sich bloß die Europäische Kommission raushalten. Nicht, dass die Europäer jetzt auch noch beginnen, Flüchtlingspolitik zu machen. Das können wir am besten. Da waren die Flüchtlinge allerdings in Lampedusa. Jetzt, wo sie bei uns sind, erkennen wir plötzlich, wir brauchen Europa. Dass die anderen Länder vielleicht mal ein paar Tage brauchen, um einen 180-Grad-Schwenk der deutschen Politik zu akzeptieren und jetzt auch zu sagen, wir sind auch für Europa, nachdem die Deutschen 5 Jahre lang das Gegenteil erzählt haben, kann man ja ein bisschen verstehen. Trotzdem ist es richtig. Trotzdem ist es richtig. Man wird das Problem nur europäisch lösen können. Mit europäischen Kontingenten, mit europäischen Asylstandards und mit einer gesamteuropäischen Politik. Schengen, 2. Thema, das steht auf dem Spiel. Das ist der Grund, weshalb wir nicht sofort alle Grenzen dicht machen. Wenn Schengen fällt, wird das Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen bedeuten, wird das das gesamte Projekt des europäischen Binnenmarktes gefährden. Die Europäische Kommission hat gestern Zahlen vorgelegt. Die haben mal errechnet,
Was heißt eine Stunde Wartezeit an einer Grenze in einer Volkswirtschaft, wo es darauf ankommt, Güter schnell in diesem großen Binnenmarkt zu verkaufen? Das bedeutet 3 Milliarden Euro Schaden im Monat. Volkswirte können sowas errechnen. Was das in Nordrhein-Westfalen bedeutet, im Stau zu stehen, können Volkswirte auch errechnen. Aber jetzt noch zusätzlich an der belgischen Grenze, an der niederländischen Grenze, für die vielen, vielen 10.000 Unternehmer, die ihre Waren, das ist die Grundbasis unseres Wirtschaftserfolges, dass das Exportland Deutschland mit Industriearbeitsplätzen im hohen Maße seine Güter in die Welt verkaufen kann und in einem europäischen Binnenmarkt ohne Grenzen seine Produkte verkaufen kann. Wenn das gefährdet wird durch die Einführung von Zollhäuschen, von Schranken, von Zollbeamten und, die wieder so arbeiten wie vor der Zeit Helmut Kohls vor 85, dann hat das volkswirtschaftliche Arbeitsmarktauswirkungen, die wir uns noch gar nicht ausmalen können. Und deshalb lohnt der Kampf dafür, die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren, ohne das Schengen-System in Frage zu stellen. Das ist eine schwere Aufgabe. Ich muss den Zusammenhang erklären. Jeder Arbeitsplatz in Nordrhein-Westfalen hängt davon ab. Sehr viele. Und deshalb ist das wichtig. Dritter Punkt. Terrorismusbekämpfung. Da wird ein Anschlag in Syrien geplant, von Menschen in Belgien vollzogen, mitten in Paris. Und wir glauben allen Ernstes, wir könnten nationalstaatlich internationalen Terrorismus bekämpfen. Wir waren in Deutschland sogar mal der Illusion, wir haben 16 Landesverfassungsschutzämter. Die sagen sich noch nicht gegenseitig, was sie wissen, wie wir aus dem NSU-Ausschuss erfahren haben. Wenn in Thüringen jemand wusste, der ist ein rechtsradikaler Gefährder, hat er das dem nordrhein-westfälischen Kollegen nicht verraten. So verhalten sich jetzt die Nationalstaaten beim Terrorismus. Warum ist denn ein Gefährder, den wir in Nordrhein-Westfalen kennen, nicht gemeldet an die französischen Behörden, damit die wissen, dass es ein Gefährder ist? Der Datenschutzbedenken, dieses, jenes, gibt es keine Rechtsgrundlage. Der Nationalstaat wird das nicht lösen. Wir brauchen europäische Kooperation zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, sonst sind wir verloren dagegen. Der letzte Fall jetzt, dieser Asylbewerber aus dem Flüchtlingsheim in Recklinghausen. Der malt da in sein Zimmer IS-Fahnen an die Wand. Bringt keinen dazu zu sagen, können ein Gefährder sein. Ist nicht das Typische, was Flüchtlinge machen, IS-Fahnen an die Wand zu malen. Dann sitzt der dreimal im Gefängnis in Nordrhein-Westfalen. Ich habe gestern einen Ticker gelesen, der saß gleichzeitig in Luxemburg, ist er festgenommen worden. Der hat 7 Identitäten. Ja, dann brauchen Sie doch einen Mechanismus, einmal Fingerabdrücke, eine europäische Datei und wir wissen, wo kommt der Mensch her. Das ist doch nicht so schwer, Europa zu erklären. Und unsere rechtspopulistischen Wettbewerber machen das Gegenteil und rufen das Zeitalter des Nationalstaats wieder aus. Deshalb, es wird auch ein Jahr Europas sein, was für uns in Nordrhein-Westfalen besonders wichtig ist. Und jetzt kommt der dritte und letzte Punkt, den ich gerne erwähnen möchte. Das ist die Frage, unabhängig, ob wir die Zahl runterkriegen, selbst unabhängig davon, ob wir Obergrenzen oder keine Obergrenzen oder Kontrollen oder keine Kontrollen machen, 1 Million Menschen sind erstmal da. Viele werden zurückgehen, wenn wir den Frieden erleben in Syrien, das ist meine Einschätzung, vielleicht auch nicht, aber egal wie, wir müssen uns darauf einrichten, dass sie theoretisch bleiben. Und da stelle ich mir die Frage, wie ist denn unser Land Nordrhein-Westfalen auf diese Frage vorbereitet? Wir haben in der Bildungspolitik jetzt schon große Defizite. Wir haben die wenigsten U3-Plätze in ganz Deutschland, sind 16. von 16. Wie soll man jetzt so viele Flüchtlingskinder, jeder sagt, ja, frühkindliche Bildung, müssen gleich alle in die Kita, muss man sofort Deutsch lernen, alles richtig. Nur in einem Land, wo man Letzter ist, ist das schwerer als in einem Land, wo man Erster ist. Und deshalb ist das ein Punkt, wo wir der Landesregierung sagen, wir haben in der Bildungspolitik aufzuholen, wir müssen da besser werden.
Da klafft dann Rhetorik, Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Ich würde auch, also zum Betreuungsgeld kann man ja dieser oder jener Meinung sein. In Nordrhein-Westfalen werden in der Kita derzeit Prozentquote 25% der unter Dreijährigen in Kitas betreut. 25%. Wer rechnen kann, weiß, dass 75% in den Familien, in Nachbarschaften privat organisiert betreut werden. 75%. Wenn so die Lage im Land ist und man als Regierung solche schlechten Zahlen vorzuweisen hat, mit welcher Häme redet man dann eigentlich über Eltern, die ihre eigenen Kinder selbst betreuen? Das ist unangemessen. Das ist unangemessen. Denn wenn die alle darauf bestehen würden und morgen zum Jugendamt ihrer Stadt gehen würden und den Rechtsanspruch einfordern würden, hätten sie eine Prozesswelle, die das Land jedes Mal verlieren würde. Insofern würde ich diesen Eltern eher danken, als sie zu beschimpfen. Zweiter Punkt, Schule. Schule wird der Ort der Integration, wird der einer der Hauptorte der Integration sein. Wie schnell lernt man Deutsch? Wie schnell schafft man eine persönliche Aufstiegsgeschichte durch Bildung? Aber darauf sind wir am schlechtesten vorbereitet. Bei jeder PISA-Studie können Sie fast die Augen schließen, sind wir irgendwo ganz hinten. Mit der Inklusion haben wir Tempo gemacht. Wir waren für Inklusion, Karl-Josef Laumann, der sich da immer engagiert hat, aber zu ausfinanzierten Bedingungen. Ich habe in diesem Sommer eine Inklusionstour gehabt, wo ich die Lehrer besucht habe. Ich habe in Köln die Gesamtschule besucht und die Freie Offene Schule Köln, die schon Integrationspolitik, Inklusionspolitik seit Jahren machen, auch ohne Gesetz. Die haben heute weniger Geld und weniger Personal als vorher. Man muss, wenn man einem behinderten Kind die Chance geben will, in einer Schulklasse mit den anderen Kindern gemeinsam zu lernen, was gut ist, den Erfolg nicht daran messen, wie viel man quotenmäßig jetzt da reingebracht hat, sondern den Erfolg kann man nur daran messen, ob es dem Kind besser geht, ob seine Bildungschancen steigen. Das ist der einzige Maßstab. Und das Gegenteil ist der Fall. Die aus CDU-Mitgliedern besteht, im DGB, hat gesagt, wir haben tausende Lehrer zu wenig für dieses Feld. Wir haben ein Problem bei der Inklusion. Dann haben wir das Problem Unterrichtsausfall. Zum Schulbeginn sagt der Landesrechnungshof, das ist strukturell in Nordrhein-Westfalen so gerechnet, dass schon wenn der normale Plan ist, zu wenig Lehrer da sind. Circa 10%. Ganz normaler Unterricht und keiner ist krank, keiner fällt aus. Schon zu wenig, strukturell. Jetzt fällt auch noch der Unterricht aus. Die Regierung erklärt uns, das können wir nicht messen. Ich habe das letztlich mal im Landtag geschildert, habe ich mal in mein Handy geguckt. Sie können heute auf Ihrer App messen, wie viele Schritte Sie am Tag machen, wie der Herzpuls ist, welchen Vitamin A, B, C und D Sie zu sich genommen haben. Sie haben Schlafaktivitätsmesser, nur Sie können im digitalen Zeitalter an einer Schule nicht eingeben, ob der Unterricht ausfällt oder nicht. Das ist schon, hat was Absurdes. Aber die Eltern merken, dass das so ist. Und jetzt kommen 40.000 Flüchtlingskinder dazu, die nicht einfach so durchunterrichtet werden müssen, wo sie erstmal Förderklassen für Deutsch brauchen, wo sie spezielle Fähigkeiten brauchen. In Bayern gehen Lehrer in die Erstaufnahmeeinrichtung und machen schon dort ein Screening, zu sagen, wer hat welche Qualifikation, auf welchen Schultyp gehört jemand. Da, finde ich, muss man auch differenzieren. Man kann jetzt nicht bei jedem Kind sagen, du musst auf die Gesamtschule oder du kommst in die Hauptschule, weil du Flüchtlingskind bist. Da gibt es auch unterschiedlich begabte Kinder. Man kann aber auch nicht sagen, wir verteilen die quotenmäßig gleich. Die Gymnasien müssen genauso viel nehmen wie die anderen. Sondern man muss dem einzelnen Kind gerecht werden. Ich würde in so einer Phase übrigens aufhören, Schulen zu schließen. Vielleicht sind wir in diesen Tagen bei manchen Kindern dankbar, dass wir auch noch eine Hauptschule haben. Vielleicht. Es wird sich zeigen. Nur dieses Eiltempo, alle Schulen bereinigen, ist nicht das Richtige. Als ich in Zaatari war, gab es eine Begegnung, da saß die deutsche Botschafterin in Jordanien mit uns zusammen und beschrieb dann den Raum, in dem wir da saßen, in dem Hotel und sagte, daran können Sie sehen, die ganzen Möbel sind alles Syrer. Die Jordanier sind nicht so stark im Handwerk. Der Schrank, der Tisch, können Sie gleich erkennen, ist syrisch.
Es gibt eine hohe, in der gesamten arabischen Welt, Wertschätzung für das Handwerk in Syrien. Aus den Zahlen des BAMF höre ich, dass viele von denen eine duale Ausbildung anstreben wollen. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, Herr Handwerkspräsident, wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass man diese duale Ausbildung stärkt, nicht immer nur Bildung festmacht an akademischer Bildung. Das sind auch oft die Chancen. Also, darauf sind wir, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen schlechter vorbereitet als andere Länder. Das zweite Thema ist Arbeitsplätze. Wir liegen im Wirtschaftswachstum, in der Zahl der Arbeitslosen, im Wettbewerb der Länder schlechter. Dieses Jahr erstmals schlechter als ein ostdeutsches Bundesland, nämlich als Thüringen, in der Quote, wie sich die Arbeitslosigkeit verändert hat. Und deshalb, ich habe da letztes Jahr viel drüber gesprochen, muss ich in diesem Jahr nicht. Das Thema Infrastruktur wird ein ganz wichtiges sein, denn das sichert die Arbeitsplätze. Nicht nur die Leverkusener Rheinbrücke und die Duisburger Rheinbrücke, auch die 10.000 Brücken im Land, die man nicht mehr befahren kann, wo der Weg an die Häfen immer länger wird, ist ein Thema. Und die digitale Infrastruktur. Unsere Arbeitsplätze entstehen meistens im Sauerland, im Münsterland, in Ostwestfalen. Da haben sie Vollbeschäftigung. So, um das zu sichern, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern in diesem Moment, müssen Sie massiv digitale Infrastruktur ausbauen. Bayern macht das, Herr Seehofer sagt, ländliche Regionen, 2 Milliarden bis 2018. Nordrhein-Westfalen aus eigenem Geld, 70 Millionen. Kriegen Sie gerade einen halben Landkreis mit ausgestattet. In Olp habe ich einen Unternehmer besucht, der macht Nanotechnologie, der hat gesagt, ich habe hier einen Standort gehabt, habe 3 Kilometer ein neues Unternehmen gegründet. Aber da habe ich kein Internet. Also fährt jetzt jeden Tag ein Mitarbeiter mit einem Stick von dem einen zum anderen und überträgt die Daten. Ist kein Witz, der wird das hier öffentlich erzählen. Das passt aber nicht dazu, für Flüchtlinge irgendwann Arbeitsplätze da zu haben, Wettbewerbsfähigkeit zu halten in Zukunft, wenn wir in der Infrastruktur so schlecht ausgestattet sind. Und deshalb ist dieses Thema Wirtschaft weiter ein Thema, weil es ganz eng mit den anderen Themen zusammenhängt. Und die letzte, dritte Bemerkung ist die Frage der inneren Sicherheit. Die wird angesichts der Veränderung von Menschen, die jetzt da sind, aber auch schon vorher in Nordrhein-Westfalen nicht besonders wertgeschätzt. Diese widerwärtigen Attacken auf Frauen in der Silvesternacht sind inakzeptabel und ich finde besonders bemerkenswert, wenn viele Flüchtlinge jetzt sagen, mit diesen Typen wollen wir nichts zu tun haben. Die sollen zurückkehren in ihre Heimatländer. Wir sind aus anderen Gründen nach Deutschland gekommen, als solche Typen zu treffen. Und deshalb finde ich, sind die Regeln richtig zu sagen, wer sich nicht an die Regeln hält, wir haben die Schwellen ja jetzt gesenkt, mit der Bundesvorstandsklausur in Mainz, auch einig mit der SPD inzwischen, 3 Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung ist eine viel zu hohe Schwelle, die muss runter und wer kriminell wird, muss das Land wieder verlassen. Aber der zweite Teil ist der andere Teil des Staatsversagens. Jetzt mal unabhängig von Flüchtlingen. Wir haben das in Köln ja auch bei rechtsradikalen Hooligans erlebt. Mitten in der Stadt an einem Sonntagnachmittag haben Hooligans es in der Macht, den gesamten Bereich des Bahnhofs für sich in Anspruch zu nehmen, Polizeiwagen umzukippen, Polizisten zu verletzen und der Staat verliert die Kontrolle. Es ist nicht nur bei den Flüchtlingen zum ersten Mal passiert. Und das Muster war immer das Gleiche. Erste Aussage, wir haben das unterschätzt. Herr Jäger im Landtag, wir wussten nicht, dass Hooligans gewalttätig sind. Da braucht man nur aufzugoogeln, da weiß man, ein Hooligan ist ein gewalttätiger Fußballfan. Und wenn der sich mit Rechtsradikalen verbindet, könnte das gefährlich werden. So, nicht erkannt, am nächsten Tag, die Wagen wurden umgekippt, Polizeiwagen, Morgenmagazin der ARD, Herr Jäger, Polizeikonzept ist voll aufgegangen, wir hatten alles im Griff. Dieser Spruch zu diesen Bildern hat sogar in die Heute-Show geschafft. Weil so die Realität verdrehen, das gelingt wenigen Menschen in Deutschland. Und jetzt in Köln wieder das Gleiche. Wir wissen inzwischen, dass schon in der Nacht klar war, es kommt zu diesen Übergriffen. Ich behaupte auch, das wird ein Untersuchungsausschuss jetzt aufzuklären haben. Weil es auch nicht fair ist, alles auf die Kölner Polizei alleine zu schieben, auf die Leute, die da den Kopf hinhalten.
Kölner Polizei hat im Vorfeld gesagt, wir brauchen mehr Kräfte. Da gab es eine Lagebesprechung. Bei dieser Lagebesprechung mit dem Innenminister war übrigens der Einsatzleiter dabei, dem man jetzt vorwirft, er sei nur gehobener Dienst oder was gewesen, das sei ein Fehler. Der war immer dabei, wenn mit dem Innenministerium gesprochen wurde. Hätte man schon sagen können, ist das wirklich der Einsatzleiter, wollte das nicht anders machen. Also das sind also Dinge, wo man das so billig abschiebt. Dann hat man die Zahl festgelegt, sie war zu gering. Dann kam die abstrakte Terrorwarnung für Deutschland. Konkret für den Münchner Hauptbahnhof, abstrakt für ganz Deutschland. Spätestens dann hätte man sich nochmal zusammensetzen müssen und sagen müssen, reicht unser Konzept noch? So, und jetzt sagt man, ja, die Kölner Polizei, wir haben denen Kräfte angeboten am Abend und die wollten die nicht. Ich sage mal, nach meiner Lebenserfahrung ist diese Schilderung der Wirklichkeit relativ unwahrscheinlich. Dass da irgendwas eskaliert, die Polizei sieht, wir haben ein Problem und dass dann irgendeiner sagt, nö, Hilfe wollen wir nicht. Wer weiß, wie das funktioniert, kann man aus dem Bericht herauslesen, weiß, das waren auch Einsatzkräfte, die in Rufbereitschaft waren, irgendwo im Land, privat, von denen dann erwartet wird, wenn der Einsatz aktiviert wird, muss man innerhalb von 60 Minuten sich bei seiner Dienststelle melden. So, das war um 22.30 Uhr. Das hätte bedeutet, um 23.30 Uhr hätte man in der Dienststelle sein müssen und dann hätte man noch nach Köln fahren müssen. Gut, da wäre es weit nach Mitternacht gewesen. Wenn das so war, kann man verstehen, dass jemand sagt, das hilft uns jetzt nicht. Aber dass die nicht in Bereitschaft waren, das sind Planungsfehler fürs ganze Land. Und insofern, wir sind das den Opfern schuldig. Wir sind das auch dem Klima schuldig, diese Fragen aufzuklären. Denn das Schlimmste ist, wenn die Menschen den Eindruck haben, da wird was schön geredet. Ich glaube, dass der Schaden an dem ganzen Kölner Fall noch fast der schlimmste Schaden psychologisch bei den Menschen ist. Wenn sie nicht mehr den Eindruck haben, die Medien sagen die Wahrheit, die Politik sagt die Wahrheit, wir kriegen eh nur geschönte Informationen, Probleme werden schön geredet, verkleistert, die Politik sagt uns nicht, wie es ist. Das ist das Schlimmste, was Rechtspopulisten Auftrieb gibt ohne Ende. Jedem Verschwörungstheoretiker Auftrieb gibt ohne Ende, wenn man so agiert. Und insofern, finde ich, ist es auch nicht allzu unverschämt, nicht böswillig von einer Ministerpräsidentin, die sich zu wirklich allem äußert, in diesen Tagen, wo in China, in den USA Herr Trump damit Wahlkampf macht, in Europa darüber diskutiert wird, sich einmal vor ihr Land zu stellen, vor die Menschen zu stellen und zu sagen, wie es wirklich ist, das hätte viel von dem Vertrauensverlust abbauen können, den wir bis zum heutigen Tag spüren. Und da hat sie sich nicht gekümmert und das ist nicht gut für unser Land, noch dran. Also, Sie merken, es liegt viel Arbeit vor uns, vor diesem Jahr 2016. Viele Menschen haben auch das Gefühl inzwischen, wir müssen uns vorbereiten auf das Jahr 2017 und dass wir dann Verantwortung in diesem Land wieder übernehmen. Das Land Nordrhein-Westfalen wird 2016 70 Jahre alt. Der erste Ministerpräsident Karl Arnold hat viele der Ideen vorgegeben, die den besonderen Charakter unseres Landesverbandes auch als das soziale Gewissen der CDU, denn der hat geschrieben, das Land Nordrhein-Westfalen ist das soziale Gewissen Deutschlands. Das ist unser Land immer gewesen. Wirtschaftskraft und Soziales miteinander zu verbinden. Und wenn uns das gelingt, in dieser Tradition, in diesem Jahr sachlich zu arbeiten, Fehler aufzudecken und uns vorzubereiten auf Verantwortungsübernahme 2017, wenn wir da alle zusammenstehen und weiter so gut kooperieren, wie das bisher der Fall war, dann wird uns das gelingen, dann schaffen wir das und dafür setzen wir uns ein. Ihnen allen Gottes Segen für dieses Jahr 2016.